Hallo meine lieben Freunde meines Kanals und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute haben wir wieder ein verrücktes Gespräch. Nicht nur, dass es um den Herrn Kackifein geht, sondern darum, dass die Firma, bei der ich angeblich Geld eingezahlt haben soll, jetzt Konkurs ist und man mir aber dabei helfen möchte, mein Geld wiederzubekommen. Ihr könnt euch vorstellen, was das für ein Telefonat wird. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem neuen Anruf. Ja, hallo, bitte. Ich spreche mit Herrn Kackifein. Kackifein, ja. Ja, schönen guten Tag, Herr Kackifein. Ich hoffe von dem ISSS an. Ja, die Telefonnummer und die Vorname, Familienname habe ich von dem ISSS. Wir haben seit mehr als 8 Tage unter Ihrem Namen durch das Gericht von Adam Sarbe-Plattform, die in den Konkurs gegangen, eine Summe als ausgezahlt bekommen. Erinnern Sie Adam Sarbe oder Northpage? Hä, was? Eine Trading-Plattform, wo Sie 250 Euro eingezahlt haben. Diese Firma ist in Konkurs gegangen. Können Sie sich erinnern, Sie haben fürs Trading 250 Euro eingezahlt. Ja, was ist mit der Firma? Die Firma ist in den Konkurs gegangen und das seit 8 Monaten ist der Firma in Konkurs und dann war die Firma verpflichtet, das Geld mit dem Gewinnskapitalzinsen, der durch das Gericht beim IFSS auszuzahlen. IFSS ist eine Organisation, die durch die Wolle zahlt, also dass die verschwundene Geld findet und die Leute wieder zu. Wir sind eine Abteilung von EMA 73. Sie können auch mal ins Internet schauen. Also www.i-fss.com. Tja, also mal wieder eine neue Betrugsmasche oder eigentlich ja vom Prinzip her die gleiche, nur mit einem neuen Skript und mit einem neuen Mantel ringsrum. Tja, also es geht darum, dass ich angeblich bei einer Trading-Plattform vor über 8 Monaten Geld eingezahlt haben soll. Und diese Firma ist dann in Konkurs gegangen, beziehungsweise angeblich war die Firma ja dann weg. Naja, also offline. Und jetzt möchte man mir erzählen, ja, die Firma, die wäre pleite gewesen. Um welche Firma es jetzt hier genau geht, wird mit keinem Wort erwähnt. Also welche Plattform jetzt hier angeblich pleite gegangen ist und über welche Plattform ich angeblich Geld eingezahlt haben soll. Dass sie mir das wohl nicht sagen kann, das ist wohl klar, weil wir haben nie Geld eingezahlt. Also ist alleine hieran schon zu erkennen, dass das hier nur Betrug ist. Ich finde es irgendwie schon erschreckend. Das heißt, es gibt Menschen, die sich betrügen lassen und dann wahrscheinlich das zweite Mal auf diese Masche hier hereinfallen, um dann nochmal Geld loszuwerden. Den Rest werden wir ja hier im Gespräch jetzt mitbekommen, wie das Ganze so weiterläuft. Aber ich finde es schon dramatisch, was die Betrüger sich alles einfallen lassen, um ja an unser Geld zu kommen. Erst die Leute bescheißen und dann mit einem neuen Skript die Leute gleich nochmal bescheißen. Die das beim ersten Mal schon auf sowas reingefallen sind und wo das noch nicht so lange her ist, die könnten eventuell noch ein zweites Mal hierauf reinfallen. Wobei ich nicht so ganz verstehe, was sie mit den 8 Monaten möchte, denn, naja, gut, vielleicht kann sich der ein oder andere nicht mehr erinnern, was so vor 8 Monaten war. Aber man wird sich dran erinnern können, ob man eingezahlt hat. Und so ungefähr, wann das war. Wenn die jetzt hier sagen, 8 Monate, ja gut, das kann vielleicht den einen oder anderen überzeugen, der sich dann sagt, ja, da habe ich irgendwann mal eingezahlt. Das könnte schon tatsächlich so laufen. Ist aber ziemlich dramatisch, wenn das genau so läuft und die Menschen das hier an der Stelle glauben. Denn eins ist klar, wer hier nochmal Geld einzahlt, ja, der ist nochmal geldlos und ja, holt sein Geld nicht zurück. Zumal, sie erzählt hier irgendwas von irgendeinem Krypto-Wallet, das man zurückverfolgt hätte. Ja, alleine das ist ja schon Blödsinn. Denn bei einem Krypto-Wallet hört die Suche nämlich dann auch schon auf. Krypto-Wallet, das sagt ja schon der Name. Es ist Krypto. Und Krypto, ja, da war ja was. Das ist unser Bargeldersatz, das man noch anonym bezahlen kann. Ja, und genau da widerspricht sich das Ganze denn natürlich auch logischerweise, weil wenn Krypto, dann Krypto, dann also anonym. Und bei anonym kann ich nicht zurückverfolgen, wohin das Geld gegangen ist. Was da weg ist, bleibt weg. Naja. Und dort haben wir das, wir haben seit mehr als 8 Tagen das Geld unter Ihrem Namen erhalten von Adam Sarbe-Plattform. Erinnern Sie sich, dass Sie 250 Euro eingezahlt haben? Nee.
Das ist ja, das musste, ich sag's Ihnen gleich einen Moment mal, ganz kurz, das ist eingezahlt worden. Herr Paul, ich brauche das Bestätigung, dass die, das falsch offen. 719 23 21 gleich. Ja, sofort, sage ich Ihnen gleich. Das ist mehr als ein Jahr ist das her. Dass Sie 250 Euro in diesem Platz und durch die Kreditkarte eingezahlt haben. Ja, und hier haben wir gleich das nächste Indiz, dass das hier nichts anderes als absoluter Bullshit sein kann. Denn vor über einem Jahr, sie sagt ja, dass das hier schon mehr als ein Jahr her ist, vor über einem Jahr gab es diesen YouTube-Kanal hier noch nicht mal. Also, ja, weiß ich nicht, wie sie darauf kommt, aber tatsächlich selbst zum heutigen Zeitpunkt gibt es diesen YouTube-Kanal noch nicht mal ein Jahr. Wir sind jetzt bei Video 352 angekommen. Also das hier ist jetzt das Video 352. Da sind die Infovideos und die Kakerlakenpartys mit eingezählt. Macht also insgesamt 352 Tage. Das ist kein Jahr. Und da gab es diesen Kanal noch nicht. Und da gab es auch noch keine Anrufe. Denn ganz am Anfang bei den Telefongesprächen, wo ich hiermit angefangen habe, habe ich gleichzeitig telefoniert und noch am selben Tag hochgeladen. Also diese Vorlaufzeit von bis zu 10 Wochen, die wir jetzt in den Videos hier haben, habe ich halt irgendwann mal aus Sicherheitsgründen mit eingebaut, um ja sicherzustellen, dass die Videos halt eben auch weiterlaufen, selbst wenn ich mal irgendwie spontan, warum auch immer, zum Beispiel gesundheitlich, verhindert sein sollte. Kann ja immer mal passieren, dass man irgendwie, keine Ahnung, vom Bus überfahren wird und dann eine Weile im Krankenhaus liegt. Ja, oder reicht ja auch schon von der Leiter gefallen oder irgendwas. Und aus diesem Grund sind die Videos hier eben mittlerweile vorproduziert, dass der ja, Kanalfluss halt immer weiterläuft und ich jeden Tag um die gleiche Uhrzeit das Video veröffentlichen kann, was ich veröffentlichen wollte. Das würde halt sonst nicht gehen, wenn es nicht vorproduziert ist. Naja, aber alleine an dieser Tatsache hier kann ich jetzt schon wieder feststellen, dass es absoluter Müll ist. Ich meine, nicht klar, weiß ich, dass ich kein Geld eingezahlt habe, aber naja, hierdurch haben wir es gleich doppelt noch bestätigt, dass das ja gar nicht sein kann, weil den Charakter, für den die hier anruft, den gibt es definitiv auch noch nicht seit Anfang an. Denn den Herrn Kackifein, den haben wir erst, ja, ein ganzes Stückchen später dazu geholt. Am Anfang gab es hier ausschließlich nur den Herrn Gerold Steiner. Ne, also keinen anderen. Und das war auch eine ganze Zeit lang so, dass wir die Namen hier überhaupt nicht geändert haben, also über Monate hinweg. Ja, dann weiß ich nicht, wie sie für den Herrn Kackifein, der noch gar nicht so lange am Leben ist, schon ein Trading-Konto haben konnte, der da angeblich 250 Euro eingezahlt haben soll. Ist ja interessant, aber gut, haben wir die ganze Lüge hier wieder wunderbar überführt. Aha, aber von mehr als ein Jahr, ob sie den Namen noch auch nicht. Ja, aber Sie haben es vor ein Jahr eingezahlt, aber diese 250 Euro hat zwölfmal gehandelt. Das bedeutet, dieses Geld ist zwölfmal eingesetzt worden und dann hat er neunmal einen Gewinn gebracht und zweimal Verlust. Das bedeutet, das ist nicht mehr 250 Euro, sonst die Summe beträgt, einen Moment, muss ich mal. Sagen Sie mir nur bitte Geburtsjahre, nur die Geburtsjahre, weil ich muss das eingeben, damit ich weiterkomme. Auch wieder sehr interessant, dass sie jetzt ein Geburtsjahr von mir haben möchte. Warum eigentlich? Denn bei der Anmeldung von so einer Trading-Plattform, da braucht man nie irgendein Geburtsdatum eingeben. Sicherlich, klar, haben wir hier auch schon in den Videos gehabt, dass die eine Personalausweiskopie von euch haben wollen, die ihr natürlich auch nicht irgendjemanden zuschicken solltet. Ja, also die können ja gar nicht irgendein Geburtsjahr da drin haben. Also geht's hier einfach wieder nur um irgendwelche Daten sammeln. Naja, aber ansonsten noch ein kleiner Hinweis zum Thema Personalausweis oder irgendeine Kopie von irgendwelchen Sachen, wo euer Name draufsteht. Schreibt da ganz groß Kopie drauf. Wenn ihr was am Computer ausdruckt, habt ihr technisch die Möglichkeit, direkt über die Druckersoftware von Microsoft das Wort Kopie fett drüber drucken zu lassen. Wenn man technisch ein bisschen affin ist, kann man natürlich auch mit Photoshop, Paint oder Paint.net oder was es da so alles gibt, ein bisschen händisch dran frisieren. Grundsätzlich ist es aber so, wenn ihr einen Personalausweis oder irgendwelche Unterlagen, Dokumente von euch privat kopieren und weitergeben sollt, egal weswegen, das kann noch so banal sein, schreibt ganz fett Kopie drüber und den Grund, wofür diese Kopie ist und für wen diese Kopie ist, quer übers ganze Blatt.
kann man ein bisschen abschwächen, dass das, was da drunter steht, dass man das noch erkennen kann. Es sollte aber tatsächlich quer über das ganze Blatt sein und quer über die ganzen wichtigen Informationen, damit man das nicht wieder rausschneiden kann, dass es eine Kopie ist. Und solange Kopie draufsteht und wofür die Kopie ist und für wen die Kopie ist, kann derjenige diese Kopie auch definitiv nicht weiterverwenden, weil ihr habt ja das Original damit überschrieben. Und so kann man sich davor ein bisschen schützen, dass eure Identität nicht irgendwie geklaut wird. Das kann ja auch jederzeit noch passieren. Ne? Also das vergessen wir ja hier ganz schnell immer wieder. Das ist tatsächlich das Hauptthema. Wir wollen ja eure Identität schützen und überhaupt auch euer Geld. Und demzufolge passt auf, was ihr mit euren Daten macht. Machen wir mal weiter mit dem netten Telefongespräch hier. 294 machen wir da. 1994? Ja, nehmen wir das, ja. Aber wenn es nicht stimmt, dann öffnet sich nicht ein Moment. 1994. Ja, und da habe ich schon wieder was zu sagen. Das Geburtsdatum habe ich mir gerade ganz frisch ausgedacht, weil ihr wisst ja, normalerweise bin ich ja 29, also zumindest in den Videos hier. Das würde bedeuten, dass 1994 sich damit auf jeden Fall nicht deckt. Naja, mal gucken, was sie gleich dazu sagt. Ihr könnt euch vorstellen, dass wir wohl damit durchkommen. Und sie sagte hier gerade, wenn das Geburtsdatum falsch ist, dann kommen wir da nicht rein. Na, mal schauen. Schauen wir mal, ganz kurz. Okay, Moment. Das öffnet sich aber nicht. Sekunde. Okay, Paul, das öffnet sich nicht. Moment mal, ich brauche genau ein Tag. Also 1994, habe ich richtig verstanden, oder? Ja. Okay, weil es öffnet sich. Es ist ja Ihre Geburtsjahre. Ich brauche Ihre Geburtsjahre. Wann sind Sie geboren sind? Noch 94. Wie bitte? 94. Ja, 1994. Einen Moment. Ja, das öffnet sich nicht. Ich weiß nicht. Okay, ich schaue mal ein bisschen anderes. Gut. Na, da brauche ich hier Bestätigung. Es öffnet sich nicht. Okay. 94. Das öffnet sich nicht, aber Ihre Familienname, Vorname, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, System, dem Geburtsjahr haben wir ein Problem. Ganz gut. Schaue ich das mal an. Vielleicht haben Sie damals der falsche Geburtsjahre eingegeben, weiß ich nicht. Ich schaue gleich an. Die Summe beträgt, sie hat sich jetzt geöffnet, die Summe beträgt 11.207 Euro. Also, was diese 250 Euro in ein Jahr Gewinn gebracht hat mit dem Kapital. Sehr interessant. Naja, also sie hat wohl festgestellt, dass das Geburtsdatum wohl vielleicht nicht so richtig passt. Ist ja egal, also, ne? Also die Daten öffnen sich auf keinen Fall, wenn das Geburtsdatum falsch ist. Und nu? Sie meint auf einmal, alles andere stimmt ja. Wann haben wir das abgeglichen? Also alles andere. Ich meine, Telefonnummer, gut, ist logisch. Aber, womit habe ich mich jetzt legitimiert? Womit habe ich meine Daten legitimiert? Womit habe ich gesagt, dass, also, ne, also glaubwürdig, nicht, dass sie mir das vordiktiert und ich bloß Ja sage. Eine Legitimation funktioniert so, ich weiß meine Daten, ich nenne meine Daten und sie gleicht die Daten ab und wenn die dann stimmen, dann bin ich auskunftsberechtigt oder darf welche, also Auskünfte erhalten, ihr wisst, was ich meine. Ja, irgendwie macht die jetzt hier einfach weiter. Und aus meinen 250 Euro sind hier scheinbar 11.000 geworden. Klingeling. Das klingt auf jeden Fall ganz nett. Mal gucken, was wir dazu jetzt machen müssen, um die zu bekommen. Also die 11.000 Euro, wo wir nie irgendwas für eingezahlt haben. Und das Geld liegt jetzt bei uns in die IFSS. Sie können erstmal das Geld kostenlos auszahlen lassen. Einzige, was Sie aber nachher zahlen, wenn Sie Geld schon ins Konto haben, ist, dass Sie die Steuer, aber das zahlen Sie beim Deutschen Finanzamt, also Sie bekommen einen Brief und dann wird das dann zahlen Sie das beim Deutschen Finanzamt. Das ist ja 25% von der gesamten Summe. Oder es gibt die andere Möglichkeit auch, Sie zahlen 3,6% von der gesamten Summe,
damit wir, also wir werden ihre persönlichen Daten außer Spiel lassen, sozusagen. Also, ja, werden das. Das Geld ist noch in Krypto, ja. Ihr habt richtig gehört. Die nette Dame hat mir gerade ein illegales Angebot gemacht. Die nette Dame meinte, also wie immer Blödsinn, ne? Also ihr wisst ja Bescheid, was die da so von sich geben, hat sowieso kein Hand und Fuß. Das Einzige, womit sie recht hat, sind die bummelig 25% Steuern. Ich weiß es nicht genau, es könnten sogar 28% sein, was man auf Kapitalertrag zahlt. Ja, aber jetzt ihre Geschichte. Ihre Geschichte ist, ich bekomme das Geld einfach ausgezahlt und, naja, muss halt dann mich selbst um die Steuern kümmern und da bummel ich die 25% abdrücken. Ja, aber sie hätte da ja noch ein tolles Angebot. Man könnte meine privaten Daten völlig aus dem Spiel lassen und dann nur 3% abziehen, um mir mein Geld auszuzahlen. Aha. Ist das jetzt ein unseriöses Angebot für Steuerhinterziehung? Oder was war das da jetzt genau? Es wird immer verrückter. Also, ich meine, wir haben jetzt hier schon viel erlebt. Und dass sie auch nicht viel von Gesetze halten, das ist ja klar. Das ist ja schon, alleine, dass sie anrufen, ist ja schon illegal. Aber das, was jetzt hier gerade abläuft, das ist schon Betrug auf ganz neuem Niveau. Die wollen hier ehrliche Bürger, die noch nix sich haben zu Schulden kommen lassen, dazu überreden, Steuerbetrug zu begehen, um am Ende dann nichts zu bekommen. Was ja logisch ist, weil wir haben nie Geld eingezahlt. Das heißt, jetzt stellt euch mal vor, ihr geht jetzt diesen Vertrag da mit denen ein. Ihr zahlt oder ihr sagt, ja, das klingt gut, wir machen das mit den 3%, dann bin ich steuerlich raus und wir machen das als schwarzes Geld. Und davon oder dafür wollen die ja jetzt gleich sicherlich Geld haben. Das heißt, ihr könnt damit nicht mal zur Polizei gehen, weil ihr euch auf ein sehr unmoralisches Angebot eingelassen habt. Sei mal dahingestellt, ob das alles richtig ist mit den 25% Steuern. Ne? Kann ja plus minus irgendwas sein und grundsätzlich sind unsere Steuern in Deutschland sowieso eine absolute Vollkatastrophe, weil ihr insgesamt fast 70% Steuern zahlt auf alles, was ihr so an Geld einnehmt. Also so bummelig geht man ja, glaube ich, 23 Jahre oder so nur für den Staat arbeiten. Das ist aber nochmal eine ganz andere Geschichte. Sei mal dahingestellt, ob man das jetzt gut findet. Ihr macht euch da quasi strafbar und zahlt dann Geld ein, habt dann Geld verloren und ja, zu wem wollten ihr dann noch gehen? Ich meine, dass das nachher rein rechtlich sowieso ein Problem ist, seine Kohle da überhaupt irgendwie wiederzusehen. Ist ja wohl klar. Aber wenn ihr euch quasi selbst schuldhaft gemacht habt, naja, dann hat sich das alles komplett erledigt. Dann habt ihr denen Geld überwiesen und, naja, wem wollten ihr das dann sagen? Aber zum Wissen, also das Geld müssen wir in die Euro konvertieren und dann auch Euro in ihrem Konto oder ihrem Karte überweisen. Aber weil die IFSS greift keine persönliche Karten oder die Konto zu, weil wir nehmen keine persönliche Information von den Leuten, damit die Leute auch beschützen, unsere Kunden beschützen. Wir werden das durch 2 Kryptokarten auszahlen in ihrem Konto. Wie richtig ist das, ob Sie es ungefähr verstanden haben, Herr Kaczkiewicz, Entschuldigung, wenn ich den Namen falsch ausspreche, dann tut mir leid, ja. Haben Sie ungefähr verstanden, Sie haben vor ein Jahr in Adam Starbe Plattform 250 Euro eingezahlt, der hat das Plattform weitergehandelt lassen, Sie haben aber nie einen Gewinn gehabt, die Firma ist vor ein Jahr Konkurs gegangen, weil viele Leute hat das Firma angezeigt und da Firma war verpflichtet, das Geld, was noch in die Wallet war, was freie Wallet war und nicht ausgegeben war, das Geld zurückzuzahlen. In diesem Fall haben wir die Auszahlungen erhalten und sie sind auch dabei. Und der Wahnsinn dieser Geschichte geht auch immer weiter. Also sie wiederholt es jetzt hier nochmal. Wir reden hier von einer Firma, wo ich angeblich Geld eingezahlt habe, was nie passiert ist. Dann bietet sie mir an, Steuerhinterziehung zu machen, was dazu führt, dass ich das Ganze hier nicht mal zur Anzeige bringen könnte. Und dann wiederholt sie immer wieder, dass das Ding Konkurs ist. Konkurs bedeutet Pleite, insolvent, Geld alle, weg, alles erledigt, Firma dicht, nichts übrig.
woher kommt jetzt nochmal das Geld? Und wie soll das alles ablaufen? Ja, ich denke, da braucht man gar nicht mehr so viel zu sagen. Wir hören einfach mal weiter. Haben Sie ungefähr verstanden? Ja, also ungefähr ist das reingekriegt in meine Birne, ja. Okay, die 11.207 Euro. Sie möchten das auszahlen lassen, weil wenn Sie sagen, okay, Frau Weißel, ich möchte es nicht haben, die in 8 Tagen wird das zurück, weil wenn Sie jetzt mal das Geld nicht möchten, es gibt auch ein oder zwei Beispiele, habe ich gehabt, die wollen das nicht, weiß ich nicht warum, dann das Geld wieder zurück zu dem Adam Stabe, weil wenn keine Fall gibt, dann kriegt das die Plattform wieder das Geld. Ja. Möchten Sie das Geld haben, dann möchten Sie das nicht. Ja, das nehmen wir dann auf das Konto, ja. Genau, Sie können das mal das in das Konto nehmen. Ja, nur es ist ja ein paar Sachen, wie wir das erledigen sollen. Zum Beispiel, ich sage es Ihnen, ja, erkläre ich ja. Wie gesagt, ich nehme Ihre persönliche Information, nicht? Also, Moment mal, Sekunde. Ich höre meine Stimme zweimal. Sie haben sicher Lautsprecher, oder? Ja, ich sitze gerade auf dem Stuhl. Ah, okay, Entschuldigung. Moment mal. Genau. Okay, wir können das Folgendes machen. Wir werden Ihre Kontos und Ihre persönliche Information nicht zugreifen. Die erste, ja. Sie melden bei uns IFSS an, damit Sie auch das Geld zum Sehen bekommen, damit Sie mal das wissen, um welches Geld es geht, also damit Sie das wissen, dass das Geld wirklich angekommen ist. Das ist ja Deutsch, das können Sie mal lesen. Und dann müssen Sie von uns 2 Kryptokarten bekommen, ja. Durch die 2 Kryptokarten wird das Geld in Ihrem Konto hinfließen. Die Kryptokarten übernehmen so eine PayPal-Funktion, wo wir diese Krypto, die 11.207 Euro wechselt, auf Euro wechseln können und dann in Ihrem Konto überweisen, damit Sie Ihre persönliche Information nicht eingeben. Sie erstens, Sie können das bei uns in IFSS anmelden. Ich rufe jetzt ein Festnetz, oder? Ja, das ist ja meine Festnetzleitung. Genau, ja. Wir brauchen, also haben Sie eine Handynummer auch? Nö. Sie haben nur Festnetz. Sie haben nur Festnetz, oder? Ja, ich habe nur Festnetz. Ah, okay, weil Sie müssen immer eine SMS bekommen. Und die SMS kommt aber nicht in Festnetznummer. SMS kommt ins Handy dann. Und dann, wenn Sie überhaupt kein Handy haben, das wird schwer, weil Sie müssen sich identifizieren. Haben Sie auch keine alte Handy? Nö, ich habe altes, also SMS kommt aber bei mir auf mein Festnetz auch an. Wo kommt das jetzt nochmal? Das kommt auf mein Festnetz auch an. Also wenn ich jetzt, Moment mal, wenn ich jetzt eine SMS schicke, kommt das Festnetz? Ja, dauert ein bisschen, aber kommt da auch an. Ja, aber die Probleme, wenn wir uns anmelden, Sie müssen mir das bestätigen. Und wenn das eine Weile dauert, dann diese Zahl, was ich Ihnen zu Ihnen schicke, dann läuft das ab. Ach so. Das ist ja, weil wir brauchen unbedingt eine Nummer, wo ich das, wenn ich das mal was schicke, damit Sie mir das bestätigen können. Oder wenn ich die Kryptokarte für dich aktualisiere, dann brauche ich eine Festnetz. Sekunde, ich schaue es kurz mal an, wo ich das SMS bekomme. Ein Moment, schaue ich, was ich machen kann. Okay. Also grundsätzlich die Online-Banking haben Sie auch nicht wahrscheinlich, oder? Nee, das mache ich nicht so gut. Nein, ich brauche Ihre Online-Begegnung. Wenn ich was schicke, damit Sie mir das bestätigen, dann können Sie mir das auch nicht bestätigen, meine ich, oder? Ja. Okay. 1 Sekunde, ich frage da meinen Chef, was ich machen kann. Ja. Moment, weil der ohne Festnetz, ohne Handynummer, glaube ich, funktioniert nicht. Ja. Moment mal, ganz gut. Schau ich mal an. Okay. Ja, Herr Sebastian, darf ich fragen, also ich muss Ihren Beruf eingeben. Was haben Sie jetzt Beruf? Wie bitte? Ich habe die Frage nicht richtig verstanden. Ich habe gerade gedrückt.
okay, Entschuldigung. Was haben Sie Beruf? Ich muss das Beruf eingeben, Ihre Beruf. Ach, Sie meinen, was ich hier so arbeite, wo ich mein Geld verdiene? Das wollten Sie jetzt als Frage wissen. Genau, ja, Ihre Beruf möchte ich das wissen, weil ich eingeben muss. Ja, da arbeite ich als Crash-Test-Dummy. Bitte? Ich arbeite als Crash-Test-Dummy. Was bedeutet das? Na, ich setze mich so in neue Autos drin und dann fahren sie dir an der Wand. Ah. Und dann gucken sie, ob ich überlebt habe. Okay. Ja. Haben Sie zu Hause Computer? Ja. Okay. Ich denke, Computer habe ich gut, aber das ist mal... Und Ihre eigene Bankkonto haben Sie auch, wo wir dann Geld überweisen? Ja. Von welcher Bank? Von der Sparkasse. Sparkasse. Das Problem ist, dass... Also, es gibt überhaupt keine Handy, wo Sie das SMS empfangen. Nee. Okay, ja, dann ist das Sie müssen eine SMS bekommen, also ohne SMS ist das nicht Geld, weil Sie müssen mir, wenn ich das auszahle, Sie müssen mir das bestätigen. Und wenn Sie mir das nicht bestätigen können, dann kann ich mal nichts machen. Ja, ich muss mal das jetzt bei dem Fall weiterleiten und schaue ich, was Sie machen können, aber wollen Sie also auch nicht per SMS von Eltern oder die Eltern wollen nicht hier? Nö, also, na, aber wieso brauchen Sie die SMS? Wofür denn? Ich dachte, Sie wollen ja keine Datenspeicher, oder wollen Sie meine Telefonnummer? Na, die SMS brauche ich, weil wenn ich was schicke, wir müssen 2 Kryptokarten bestellen auch, und Sie bekommen immer das SMS-Bestätigung. Und dann müssen Sie mir diese Code nennen, damit ich das, Sie bestätigen damit Ihre Identität. Weil das 1.207 Euro ist auch nicht weniger Geld und Sie müssen mir immer bestätigen können, dass Sie das sind. Ich schicke Sie meine SMS und Sie müssen mir das diese Code sagen. Also, was die da mit diesen Kryptokarten meint. Da gibt es verschiedene Theorien von mir. Also zum ersten könnten das Paysafe-Karten sein, die sie jetzt hier bestellen möchte. Ja, und natürlich braucht sie dazu dann meine Handynummer, weil ich das per SMS bestätigen muss. Und weil solche Codes natürlich nach so 1, 2, 3 Minütchen auch automatisch auslaufen und ablaufen und nicht mehr funktionieren, geht das Ganze hier auch nicht über meine Festnetznummer, so wie sie das hier meint. Denn, naja, sie will hier tatsächlich einfach von meinen Bankdaten höchstwahrscheinlich Geld aufladen über irgendwelche Karten. Also höchstwahrscheinlich Paysafe, aber es gibt auch tatsächlich mittlerweile so eine Art Kryptokarten, habe ich auch mal was von gesehen. Hatten wir auch vor einer ganzen Weile in den Videos ja schon mal, da sah das aus wie Kinotickets, was man da anklicken musste, um da eben Kryptowährung mitzukaufen. Und ich vermute mal, dass das wohl so in die Richtung hier gehen soll. Also die kaufen irgendwelche Karten von meinem Geld. Ich muss das bestätigen und den Code durchgeben und die haben dann mein Geld. Ja, und die Geschichte hier am Telefon würde dann so weiterlaufen, dass man mir das Geld danach dann angeblich auszahlen möchte, nur mit dem kleinen Hindernis, dass sich hier danach nie wieder einer melden wird. Per E-Mail kann man die Leute sowieso nicht erreichen, weil, naja, man muss ja nicht antworten, ne? Und heißt ja auch nicht nur, weil sie mir mit einer E-Mail-Adresse was schreiben, dass man da zurückschreiben kann. Das kann ja auch ins Leere verlaufen. Entweder weil es keiner anguckt oder weil die Adresse, die als Absender drin steht, halt einfach gar nicht existiert. Genau das gleiche ist eben auch bei der Telefonnummer der Fall. Die Nummer, die im Display steht, wenn denn eine im Display steht, die muss nicht die Nummer sein von demjenigen, der gerade anruft. Da kann man sich ausdenken, was man will, wenn man technisch ein bisschen Ahnung davon hat. Ist nicht legal in Deutschland, sogar ziemlich stark verboten. Naja, aber die Betrüger rufen ja auch nicht aus Deutschland an und die interessiert es halt einfach auch gar nicht. Ja, und wenn man dann versucht zurückzurufen, dann erreicht man keinen, weil die Nummer nicht existiert. Tja, und eine Webseite hat sie hier zwar genannt, aber die Nummer, die auch da steht, die landet im Nirgendwo. Und ein Impressum, was man ja rechtskräftig nachverfolgen könnte, existiert halt auch nicht, weil, naja, das, was da auf dieser Webseite von denen zu finden war, ist eigentlich auch nichts. Tja, und dann hat man da jetzt Geld aufgeladen und eine tolle SMS noch bestätigt, für nichts. Und damit hat sich's dann erledigt. Das heißt, ihr wisst nicht mal genau, wofür ihr Geld ausgegeben habt, es ist halt einfach weg. Naja, und das dafür, dass man eigentlich Geld wieder beschaffen wollte. Und nun sind wir jetzt in der Bredouille, dass wir uns ja mit der tollen Einigung hier eigentlich strafbar gemacht haben. Ich weiß auch nicht, wer da so mitspielt. Ist aber auf jeden Fall dramatisch. Gucken wir mal, wie es noch ausgeht hier.
Und wozu ist der gut? Genau, die erste, was ich Ihnen schicke. Ja, wozu ist denn der gut? Ja, weil damit Sie mich bestätigen, dass Sie sind, sozusagen, ja. Weil wenn ich hier zwei Kryptokarten bestelle, dann müssen Sie mir bestätigen, dass Sie das sind. Das wäre jetzt der Code. Oder das, wenn Sie jetzt keine SM-Handy haben, dann wird es mal schwer fallen, ja. Weil dann können Sie mir das nicht bestätigen, dass, ob mit der Stimme kann ich Ihnen auch nicht wissen, ob Sie das sind oder nicht, weil ich telefoniere mit 1000 Leuten am Tag, ja. Und dann kann ich nicht wissen, ob Sie das sind oder ob das Sie nicht sind. Und ich darf das nicht bei jemandem laden oder die Information weitergeben, sonst bin ich bestraft, ja, darf ich nicht lieber Information weiterleiten. Und dann müssen Sie mir immer wieder per SMS bestätigen können. Also diese komplett, vollkommen wirre Beschreibung hier, warum sie diese SMS braucht, ja, hat wieder gar keinen Sinn ergeben. Denn grundsätzlich, wann genau hat sie denn bestätigt, dass ich bin? Und was ändert da jetzt diese SMS daran, dass sie weiß, dass ich bin? Also was bestätigt die SMS, dass ich der Herr sowieso bin, wenn ich gerade meine Telefonnummer durchgeben soll? Was bestätige ich denn da jetzt bitte? Also eigentlich nur, dass da immer noch die gleiche Person am anderen Ende der Leitung sitzt wie vorher. Ja, aber scheinbar scheint ja das als Begründung für den einen oder anderen auszureichen. Ja, fallen mir eigentlich keine Worte mehr dazu ein, dass sowas Stumpfes wirklich zu funktionieren scheint. Ich meine, die haben nicht nochmal bei mir angerufen, was vielleicht darauf hindeutet, dass das Projekt im Nichts verlaufen ist und ja, hat nicht gefruchtet, ist nicht gelaufen, haben sie wieder eingestampft. Kann ja sein, dass die Masche nichts gebracht hat und die das dann wieder gelassen haben, ganz schnell. Weil wie gesagt, die hatte ich hier nicht nochmal dran. Und für den Herrn Steiner und für alle anderen Charaktere hier auf dem Kanal haben die auch nicht nochmal angerufen. Da gab es dann andere Maschen, wo man nochmal an mein Geld wollte, wo ich angeblich dann irgendwo Profite gemacht habe. Tja, aber das hier ist schon richtig mega stumpf. Also, ich glaube so stumpf, dass da wirklich keiner drauf reingefallen ist. Naja, aber informiert trotzdem, sicherheitshalber, alle in eurem Umfeld, dass es solchen Kram hier gibt. Dass da Leute anrufen und behaupten, ihr habt schon mal irgendwo Geld eingezahlt, um euch dann nochmal Geld abzuknüpfen. Tja, lasst von sowas auf jeden Fall die Finger. Machen wir mal weiter. Aber in diesem Fall können Sie mir das nicht. Okay, ich werde Ihre Falle weiterleiten und schauen wir mal, was wir machen können. Also ich glaube, ohne Handy, das geht der Auszahlung nicht. Da findet der Auszahlung nicht statt, weil das wird kompliziert sein, ja. Ja, und hier machen wir die Betrugsmasche eigentlich, rund, weil sie bestätigt ja, dass das ja eigentlich Blödsinn ist. Sie sagt mir gerade, oder sie sagt mir allgemein, ich hätte Geld, viel Geld, was ich wiederbekommen soll. Und wegen meiner Handynummer, weil ich die jetzt nicht rausgebe, kann ich jetzt mein Geld nicht zurückbekommen? Ja, eigentlich hätte ich hier, glaube ich, an dieser Stelle explodieren müssen. Okay, Herr Sebastian, ja, ich leite das Fall weiter jetzt, ja. Und denn? Ja, aber siehst du Kollegin, und schauen wir mal, was wir machen können, weil, wie gesagt, ohne Handy, es funktioniert nicht. Ich brauche Ihre Kontonummer oder die Kartennummer oder sowas nicht, aber der mindestens, Sie müssen mir das per SMS bestätigen können, dass Sie das wirklich sind, ja. Aber ich kann ja auch schnell so eine Fake-Telefonnummer im Internet machen. Also ich kann keine Fake-Telefonnummer eingeben, wir sind eine Beamten. Aber es gibt doch so Fake-Handynummer-Generator im Internet, wo man auch die SMS kriegt. Ja, natürlich gibt's, aber ich kann das jetzt in den Banken und die Finanzamt keine Fake-Nummer geben. Na, dann nehmen wir das Festnetz von mir, da geht's ja auch. Ja, aber Sie müssen SMS bekommen in eine echte Nummer, nicht in Fake-Nummer. Ja, ne, aber an meinem Festnetz ist ja dann kein Fake, da geht's ja auch, da krieg ich ja auch SMS. Ja, aber nicht der gleich. Wenn ich jetzt hier eine SMS schicke, dann bekommen Sie es nicht gleich. Und die Festnetznummer kann ich nicht eingeben. Die Computerprogramm wird das nicht annehmen. Die verlangt die Handynummer. Na, dann probieren wir das einfach mal. Was meinen Sie? Na, tragen Sie mal die Festnetznummer da in und dann gucken Sie mal, ob geht. Ja, mach ich. Und dann gucke ich da gleich mal nach da in meinem Programm und dann vielleicht ist er dann schon da. Schauen wir mal gleich. Na, die Programm nimmt Moment mal. Ah, eine Sekunde, ich gebe die andere ein, vielleicht nimmt das. Hm.
Nein, nicht das, nicht das. Es muss mit dem 06 anfangen. Und wenn es 03 fängt, dann zeigt er, bitte gibst du mal das die richtige Handynummer ein. Ich ja, schade, aber weil alle anderen können ja auch am Festnetz einfach nur eine Nummer senden. Ja, ich verstehe schon, aber die SMS, ich kann kein SMS schicken in ihrer Festnetznummer, weil das Programm nimmt das nicht an. Das Programm muss das annehmen. Und warum können das denn die anderen machen? Weil es ist ja keine Festnetz, es ist ja kein Handy, es ist ja Festnetznummer. Ja, aber bei anderen geht es ja auch. Ja, weiß ich nicht, wie beim anderen geht, aber da hier bei uns, das geht nicht. Ich schaue es nochmal an. Aber, okay. Moment mal. Ja, funktioniert nicht. Okay, ich werde das mal weiterleiten und schaue der Kollege, was er machen kann, ja? Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Wann ruft denn der Kollege an? Weiß ich nicht. Kann ich den nicht gleich am Telefon kriegen? Nein, der telefoniert gerade. Ach so, aber wir können ja so lange warten, bis er fertig ist. Aber ich kann nicht warten, weil ich habe ja auch die anderen Kunden hinter mir, ja. Ja, ich aber leite das weiter. Das ist aber schade. Ja. Kein Problem, ja, leider, sie haben kein Handy und man kann das nicht machen, ja. Ich leite das beim Kollegen und sie schauen wir mal, was sie machen können, ja. Oh, ich wünsche nein. einen schönen Tag, danke sehr. Ja, und dann hat sie uns ganz schnell abgeschüttelt, weil sie gemerkt hat, dass sie hier wohl kein Geld verdienen wird. Naja, aber ich habe hier noch was anderes Schönes rausgefunden. Ich glaube, die nette Tante hat sich so ein kleines bisschen verraten, wo sie herkommt. Sie meinte, die Handynummer, die müsse mit einer 06 am Anfang anfangen. Ja, und wir haben ja Google. So, ich habe mal gegoogelt, welche Telefonnummern eigentlich mit 06 anfangen. Lassen wir mal die deutschen Vorwahlen alle raus. Und es geht ja hier ausschließlich um die um Handynummern. Und tada, wir haben das Land raus, von wo sie eigentlich stammen müsste. Und das Land, von wo sie kommt, hat auch komischerweise die eine oder andere Aufrufszahl aus genau diesem Land. Und zwar sprechen wir hier von Malaysia. Tja. Nigeria, Semblian, Malakka, glaube ich, oder Mura, Tangaka. Das wären jetzt so die Städte, wo man diese Telefonnummer als Vorwahl für eine Handynummer bekommt. Also alles in Malaysia, sagt mir hier mein tolles, schlaues Programm. Naja, dann wissen wir ja zumindest, von wo aus die anrufen. Und naja, nach Malaysia, ich glaube, da ist Hopfen und Malz verloren. Wenn wir dahin unser Geld versenken, dann hat sich's erledigt. Tja, einfach nur dramatisch. Und solche Leute rufen euch an. Die sind gefühlt auf der anderen Weltkugel, also auf der anderen Hälfte, quasi an der Kruste der Erdpizza. Ich weiß es nicht. Wahnsinn. Es ist einfach nur Wahnsinn. Also, wenn ich solche Gespräche hier höre, dann weiß ich es auch nicht. Also, da fällt einem nichts mehr ein. Ich habe jetzt in diesem Video mal ein bisschen mehr dazu gesagt, aber hier gab es auch jede Menge, was ich irgendwie so nicht stehen lassen konnte. Hier in diesem Video war es ja wirklich ein Auf und Ab der Gefühle zwischen, weiß ich nicht, soll ich lachen, soll ich weinen? Das Ganze ist nicht nur Betrug, sondern die wollen auch noch einen kriminelle Handlung verwickeln. Wenn ich da jetzt bestätige, ja, ich mache das ohne Steuer, dann begehe ich eine Straftat, auch wenn das Ganze hier schon eine Straftat ist, aber man begeht trotzdem eine Straftat. Alleine wenn man da zustimmt, dass man das, ja man will bei der Steuer ja nicht auffallen und das können wir da alles rausnehmen, alleine das ist nicht erlaubt. Nur das schon darüber nachdenken ist schon nicht so ganz sauber. Und, naja, wie schon gesagt, an wen wollten ihr euch wenden, wenn ihr quasi wissentlich Steuern hinterziehen wolltet? Weiß ich nicht. Also wahrscheinlich war genau das der Kernpunkt von diesem tollen Skript, was die sich da ausgedacht haben. Aber schon dramatisch. Ich hoffe nur, dass diese Masche hier nicht so gut funktioniert hat, weil wie gesagt, danach hat sich nie wieder einer bei uns gemeldet, war aber auch jetzt hier klar. Aber es hat sich auch nie wieder einer gemeldet für einen anderen Charakter, den wir hier schon auf dem Kanal hatten. Und naja, wenn wir danach gehen, wir haben schon ziemlich viele Anrufe bekommen, wo die uns eigentlich unser Geld wiederholen wollten. Und da sind die anderen Charaktere auch mit schon reingefallen und nicht nur der Herr Steiner. Und hier war es wie gesagt, ja auch noch der Herr Kagifein, der sowieso gar nicht investiert hat und auch gar nicht zu der Zeit gelebt hat.
wo sie hier meinte, dass der Herr Kackifein da Geld eingezahlt hat. Naja, gut, gut. Gut, das Video ist heute lang genug geworden. Ich hoffe, es hat euch gut unterhalten und auf jeden Fall auch aufgezeigt, was es da eigentlich so alles für kriminelle Machenschaften auf dem Markt gibt. Informiert sehr gerne alle in eurem Umfeld, dass da niemand drauf reinfällt, weil das hier wirklich schon ganz, ganz schlimm. Also, dass man quasi Leuten nochmal Geld aus der Tasche ziehen will, wenn sie schon Geld verloren haben, ist einfach nur richtig unterirdisch. Weil wer da einmal drauf reinfällt, da ist natürlich die Chance ziemlich groß, dass man da nochmal drauf reinfällt, weil ja jetzt jemand ganz nett ist und euch helfen will. Ja, nur dramatisch. Informiert gerne alle, teilt die Videos, vergesst den Daumen nach oben nicht. Ihr seht jetzt hier noch eine Playlist mit einer etwas größeren Auswahl an Videos, die ihr euch auch gerne mal anschauen könnt. Die Welt ist böse, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.